Willkommen zurück, liebe Leute, zu Fire Emblem. Oh, nach der ekelhaften Vorstellung vom letzten Mal und dieser hervorragenden Leistung von Will sind mir die Katzen gefallen am Ende der Mission. Oh, das war natürlich sehr viel. Ich denke, das hat funktioniert. Ja, der Eddie gehört. Ninja, Nils, seid ihr beide unversehrt? Was sollen wir tun, Eddiewood? Na, was macht? Sie kehrt Stück für Stück und zieht ihn zurück. Was meinst du damit? Die Frau, gegen die ihr gekämpft habt, sie wurde von Nurgles Magie beschützt. Ihre Stärke, sie erhält sie von Nurgle? Ja. Es wurde nicht lange dauern, bevor er wieder aktiv wird. Und all seine Macht wird wieder hergestellt werden sein. Wir müssen uns behalten und jene Kraft finden, mit der wir uns ihm entgegenstellen können. Wir müssen auf Fire Emblem bergen, wenn uns das gelingt. Komm schon, der Palast befindet sich in Aufruhr. Das ist unsere Chance zu entkommen. Wartet, ich habe eine Idee. Folgen wir ihnen. Lindes? Überlass das nur mir. Ich glaube, ich weiß, wie wir die Festung von der Blackfang finden können. Okay. Awesome. Hi. Gott! Hier entlang. Spuren vergehen langsam, aber sie sind in Bewegung. Wenn sie das Tempo beibehalten, kann ich sie aufspüren. Seid ihr sicher? Wirklich? Vergesst nicht, ich komme aus Sasae. Baldens Infanterie ist langsam und plump. Und für jemanden aus Sasae ist es einfacher, einen Mann zu verfolgen, als einen Hasen. Was willst du tun, Eliwood? Ich denke, wir nennen es unser Vertrauen. Wenn dies irgendjemand vollbringen kann, dann sie. Meinst du das ernst? Alle Mann hierher. Okay. Unerfülltes Herz wird zu Blüte der Finsternis. Klingt gut. Sie verfolgen die Black Fang in Richtung Süden. Obwohl die Spur verwischt, kann die Verfolgung dank Lins Erkenntnissen im Pferdensuchen fortgesetzt werden. Der Pfad führt hinauf ins unpassierbare Bergland von Byron. Die Gipfel kennen keine Jahreszeiten, denn stets werden die Berge von einer leuchtenden, weißen Schnee umhüllt. Inmitten dieses Landes blendender Lichtreflexe erscheint plötzlich ein uraltes Schloss. Oh wow, oh je, oh nein, oh Gott, oh boy, oh wow. Was passiert jetzt? Hilfe! Kapitel 25, Blüte der Finsternis. Oh, ist so ein schöner Titel. Oh oh. Oh oh. So. Am Ende hast du also doch versagt. Ich hab dich laut Nergel nur aus Respekt von deinem Rang vorgestellt. Es war mein Fehler zu glauben, dass was ist jetzt los? Körper, lass mich in Ruhe. Es war mein Fehler zu glauben, dass eine ehemalige Soldatin des Königs. Nächstes Mal wird der Kampf anders ausgehen, ich schwöre es. Ich bitte euch, gewährt mir nur noch eine Chance. Nur noch eine Chance ist sicherlich beliebst, du zu scherzen. Ohne Lord Nurgles Fürsprache werde ich nie wieder fliegen dürfen. Zumindest nicht als Verwandter der Königsgarde. Bitte, eine einzige Chance. Ah, deine Kunst zu betteln übertrifft deine Kunst zu kämpfen um ein Vielfaches. Lass ab, du bist in Ungnade gefallen und nichts wird dies ändern. Sei einfach nur dankbar dafür, dass du nicht zur Gruppe gehörst. So bleibst du vor dem Urteil der Fang verschont. Du trägst den Gestank des Versagens vor dir her. Verschwinde, damit ich wieder frei atmen kann. Ursula, bist du da? Ja, Lady Sonja. Es gibt zwei Arten von Menschen auf der Welt, Ursula. Jene, die dazu ausgewählt wurden, zu führen. Und jene, die nur dazu zu brauchen sind, den anderen zu dienen. Menschlicher Abfall. Das ist alles nur zwei Arten. Ich gehöre zu ersteren. Ein perfektes Exemplar. Ausgewählt von Lord Nurgle selbst. Du wärst gerne wie ich, nicht wahr, Ursula? Ja, natürlich. Niemals. Dann musst du den Abfall zu deinem Vorteil einsetzen. Behandle sie als Gleichgestellte und sie werden dich nur herunterziehen. Diese Frau Weider ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Sie behandelt den Abfall, als wären es vollwertige Menschen. Damit sie ihr Versagen vorherbestimmt. Sie ist wahrlich eine Näherin. Du
hingegen, du findest mein Gefallen. Doch lasse Vorsicht walten. Es wäre eine Schande, würdest du so versagen, wie Vaida es tat. Ich verstehe, hab Dank, höchstgnädige Lady Sonja. Sonier! Diese Würfelnritter! Das war dieselbe Frau, gegen die wir vorhin gekämpft haben. Das beweist, dass sie diesen Bergfeind eingeschlagen haben. Jetzt, da sie so weit vorangekommen sind, vernachlässigen sie ihre Wachsamkeit. Man sieht ihre Spuren im Schnee so deutlich wie Sterne am Nachthimmel. Und ihr konntet sie problemlos verfolgen. Erstaunlich. Habt ihr nichts zu sagen, Hector? Es war ein Fehler, an euch zu zweifeln. Wenigstens gebt ihr es zu. Diese Festung dort muss ihr Hauptquartier sein. Schleichen wir uns hinein und sehen wir, was wir dort finden. Fortfinden. Genau, folgt mir. Warum habe ich den Eindruck, dass ich die beiden jede Menge Spaß haben? Nun, was haben wir denn hier? Was für ein verzwicktes Terrain. Oh, wow. Es ist nicht mehr als ein Flüstern, aber ich höre menschliche Stimmen. Da drüben. Lass uns mal nachsehen. Markus, warte hier mit Ninian und den anderen. Seid jederzeit dazu bereit, die Flucht zu ergreifen. Ich zähle auf euch. Ja, Sir. Ich werde nicht versorgen. Guten. Oh, hi. Wirklich? Ihr teilt mir eine Mission zu? Ehrlich und wahrhaftig, Mutter? Das tue ich. Und die Aufgabe ist von nicht geringer Bedeutung. Es ist für den König von Byron. Für den König? So eine wichtige Aufgabe für mich? Sonja, ich bin dagegen. Ist es weise, diesem Kind einen solch gefährlichen Auftrag zu geben? Vater? Ihr habt recht, dies ist eher eine Aufgabe für eure Söhne. Allerdings haben wir seit ihrem letzten Report nichts mehr von ihnen gehört. Leid, Lenas? Also wird sich meine Tochter dieser Sache annehmen. Von euch möchte ich kein Wort der Beschwerde darüber hören. Vater? Handle, wie es dir beliebt. Aber... Zuerst die Arbeit. Jafar, komm. Oh, hi. Jafar! Seht doch, dieser Mann. Er war am Drachentor. Nervous Handlanger, da habe ich keinen Zweifel. Jafar, darfst du schon aufstehen? Schmerzen deine Wunden nicht? Musst du denn so unhöflich sein? Das ist wirklich sehr ärgerlich. Du hast den Wunsch des Königs vernommen, oder etwa nicht? Prinz Zephiel, er möchte ihn aus dem Weg haben. Was? Den Prinzen? Der König will, dass der Prinz getötet wird? Warum? Er ist doch sein Sohn. Nino, schweig. Es tut mir leid. Jafar, diese Mission ist die deine und du wirst Nino mit dir nehmen. Das kann nicht euer Ernst sein. Das ist allerdings, das Mädchen ist meine Tochter. Sie muss sich so bald als möglich beweisen. Das dürft ihr nicht anordnen. Das ist zu viel für sie. Solange du bei ihr bist, sollte es keine Probleme geben. Ich dulde keine Widerworte. Wir müssen dem König eine Schuld uns gegenüber aufbürden. So lautet Lord Nergis explizite Befehle. Nino, du verstehst die Konsequenzen so versagen, oder? Ja. Oh Gott. Dann auf, wir untersuchen das Freihaus, in dem der Prinz sich aufhalten soll. Wenn ich dorthin werde, ich euch in weitere Details einweihen. Schirme! Wo ist Brandon? Er hat eben erst das Zimmer verlassen. Ich frag mich, was er vorhat. Darum kümmere ich mich später. Hör zu, Jerm. Während ich weg bin, obliegt dir die Verantwortung über die Wache. Lass nicht zu, dass etwas mit dem Gegenstand geschieht. Verantwortung für die Wache? Bah! Ich war hier in der Plätze, bevor dieser kanadische Fahrer auftauchte. Jerm! Ich weiß. Wir müssen tatsächlich vor, den Prinzen zu ermorden. Und ob, wir scheinen sogar auf den Befehl des Königs. Unglaublich. Das Emblem ist von essentieller Wichtigkeit für die Zeremonie. Das Prinzen, nicht wahr? Das Emblem erobert zu haben, hat keinen Sinn, bis wenn der Prinz tot ist. Wir müssen den Anschlag verhindern. Mädchen, Nino, wenn wir mit ihr sprechen,
wird sie diese Situation vielleicht verstehen. Der Fahrer scheint ein sehr gefährlicher Mann zu sein. Aber etwas anderes können wir zurzeit nicht tun. Blub. Ah, da seid ihr ja. Wie köstlich, mein Knie wird heute noch nicht festgehalten. Oh. Also, wer kommt zuerst dran? Moment, schön langsam. Da haben sie ein Gasige unter die anderen gemischt. Darf keinen von denen erwischen. Erwischt was? Darf keinen von denen. Kriegst du ja bitte mal die Schwester leer. Das macht doch nichts aus, wenn ich jetzt auf diese Weise liege, oder? Das ist... Edward, es hat keinen Sinn, mit diesen Wahnsinnigen zu diskutieren. Wir müssen den Ausgang finden. Gewalt, laut, ist aber sehr schön. Wenn ich sie in lieblich rot leuchtende Bänder zerschneide, werden die Stücke dann so weich und ich kann wie Seide. What the fuck? Du. Es hat keinen Sinn, etwas blockiert unseren Weg. Wir müssen, können nicht hinaus. Für eine Macht, die von jedem unserer Gegner ausgeht. Wenn wir sie nicht alle besiegen, bleibt die Magie bestehen. Das ist doch nachgeschwärmt. Er weiß, wie sehr ich es liebe, den Stamm der Ringe in den Leibern meiner Feinde zu begraben. Er lässt mich so tun, so, er lässt mich tun, so oft ich will. Das bedeutet jederzeit und immer. Das ist, Entschuldigung, zweideutig ohne Ende. Und krank. Er ist hinter etwas her, das er Quintessenz nennt. Nichts könnte mir gleichgültiger sein, solange er mir Menschen bringt, die ich hacken und schneiden darf. Ich bin Herr, der beste Ast, dass sie den die Böcken jemals in ihren Reihen hatten. Und jetzt kommt euer kleiner Hunger und ist das. Was? Fort. Das ist schon in Ordnung, er ist noch nahe. In diesem Gebäude, irgendwo. Wir müssen ihn besiegen und diese Barriere zerstören. Andernfalls kommen wir nie wieder hier heraus. Sam, wir müssen den Mann finden und von hier entfliehen. Wie laut lauten eure Befehle? Erstmal würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann richten wir das alles ein und dann geht's ab. Bis dahin. Tschüss. Alter, das ist schon komisch.